Und einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Hallöchen. Radioaktivität, sie strahlt schon hinauf. Bin ich gut, dass du bewaffnet reinrennst? Hallo Spätzchen. Oh, guck mal, hier sind Strahlenanzüge. Super. E? Reaktorschlüssel? Die macht immer die Tür zu. Du hast einen an. Ja, jetzt. Muss gedrückt halten. Ah. Sexy. Hexi, Maxi. Hat sie noch was? Oh, guck mal nach unten. Das sind so komische Kakerlaken. Käfer. Oh, die Strahlenanzüge haben anscheinend... Jetzt geht irgendein Kreis weg. Ja, stimmt. Okay, haben wir einen Reaktorschlüssel? Nö. Ich hab das Gefühl, warte mal. Von der anderen Seite verschlossen. Ah, okay. Mach den Schutzanzug, kannst du hier nochmal neu anziehen und dann fängt der Kreis nochmal neu an. Weißt du, was ich glaube? Ja. Wir müssen mit den Schneemobilen so schnell es geht in den Bunker fahren und dann innen drin die Tür von der anderen Seite öffnen. Ich versuche mal kurz. Hier ist eine Tür, die ich aufmachen kann. Ach so. Bin ich jetzt auch schon wieder dran vorbeigelaufen? Gut. Ich komme nochmal zurück. Ich wollte nämlich gerade mit dem Schneemobil hier reinfahren. Das wäre cool. Ich hätte ihn mal machen lassen sollen. So, jetzt. Ja, hier, das Laboratorium hier. Ach so. Also ich sehe zwar nicht viel, aber das Laboratorium, genau. Ich glaube, wir müssen uns hier relativ schnell umsehen, wa? Ja. Denk an deinen Orientierungssinn. Hier ist ein Code. Zweistelliger Code. RB, weiß ich nicht. Ich habe hier C1 oder CI. C1 oder 78PT. Oh Gott, hier sind ganz viele. Ah ne, das sind Elemente. Ja, also wir brauchen wieder so einen zweistelligen Code. 20CA. Nein, auch nicht. Okay, da finden wir noch den Hinweis für... Geh nochmal in den Kontrollraum, hol mir einen neuen Anzug. Ach, da ist auch nochmal so ein Code, okay. Ich glaube, einen neuen Anzug sollte ich mir auch nochmal geschwind holen. Hallo, Luca. Hello again, hi. So, bitte, wo warst du? Ah, wir müssen die Elementarzahl eintippen. Da, okay, wo NA steht, müssen wir 11 eintippen. Da, wo RB steht, müssen wir 37 eintippen. Woher weißt du das? Weil das die Elementzahl ist. Damit kennt das sich aus, schätze ich. Also RB, nein, das ist steht was? An der Wand, ganz groß. Okay. Steht an der Wand. Mensch. Also wirklich groß. Hier ist ein Feld für PM, also müssen wir da PM eintippen. Aber im Nebenraum ist dann erst das Ding für... Ja, warte mal, PM ist 61. Ach so, warte, PM ist 61? Ja. Ich tippe ein. 6, 1, passt. Und dann haben wir 25 Sekunden Zeit für irgendwas. Okay, dann, oh Gott. Ja, wir müssen die anderen Computer wahrscheinlich alle aktivieren. PM war 61, ich schreibe mit. Ja, warte, ich muss erstmal nochmal neue Strahlung. Anzug. Okay. Aber Rätsel schon gelöst. So. Geh ich mal von aus. Also jetzt lies nochmal alle vor, die du findest, Buchstaben und Zahlen, die an der Wand stehen. Ich schreibe mit. Okay. Und dann guck mal am Ende, was wir so finden. Mhm. Also 17CL. CL, ja. 50SN. 50SN. 61 PM habe ich.
20 CA. 20 CA. Ja. Admium, okay. 58 CE. Die habe ich, die habe ich. Ah, die hast du, okay. Denn hier noch, warte. Zwei. Hier ist noch eine 37 RB. Habe ich. Und noch eine 11 NA. Habe ich. Okay, dann müssten wir die alle haben. Und Rubidium, glaube ich. Genau. Hier nochmal neuer Anzug. Genau. Und dann müssen wir, denke ich mal, alle Computer aktivieren innerhalb von 25 Sekunden. Genau, aber ich habe jetzt Chlor. Doch, Chlor habe ich gefunden. 17. Okay, wir brauchen Chlor 17 und PM 61. Okay. Ja, du hast die Zahlen. Ich gehe jetzt zum Computer und du sagst mir dann, welche Nummer. Du sagst mir einfach, welchen Buchstaben an deinem Computer steht. Genau. PM. Dann 61. Ach so, nee, halt RB. Wie RB? Ach so, 37. Da ist ja nochmal einer. So. Ach so, der. Warte mal, da geht er schon bei 10 Sekunden. Okay. Okay, warte mal, 37. Warum ist jetzt nichts passiert? Okay, 25 Sekunden. Wir haben einen Sekunden. Vergessen irgendwo. 25 Sekunden, wo ist noch einer? Der läuft noch. Der hier läuft noch. Ah, okay. Wir müssen wirklich so schnell sein. Wir müssen in den 20 Sekunden alle drei eintippen. 61, ganz schnell. Aber der ist. Jetzt. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Tür ist offen. Hol dir einen Anzug. Okay. Auf geht's. Ab die Sau. Ah, die Tür hier. Okay. Ah, hier ist die Strahlung aus. Hätte man keinen Anzug gebraucht. Oh Mann. Ja, gut. Aber vielleicht für den Rückweg. Sicherheit geht vorne. Hier ist da ist jetzt nichts. Zu. Da sind schöne Sachen dahinter. Oh, jetzt sind wir auf der Rattenebene. Nee, Käferebene. Ja. Oh, was haben wir denn da? Steuerstab. Oh. Ja, die brauchen wir für die Türen oben. Ah, okay. Ah, hier gibt es auch wieder neue Anzüge. Mellekopfbrühe hast du schon, gell? Ja. Lass ich das gleich weg. Okay. Da ein neuer Anzug. Und dann geht's hier bestimmt... runter. Ja. Run. Lauf! Lauf! Oh, hier ist ein Rad. Oh Gott, was macht das Rad? Oh, oh, Käfi. Oh, die prallen auf. Oh, da kommt noch einer. Oh, die sind ja gar nicht tot. Nein, 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 der hat nur so getan. Ah. Oh, der geht nee, in so eine Schutzstellung, muss aufpassen. Oh, shit. Er ist tot. Okay. So. Pfeile bringen nichts. Die prallen ab. Käfer-Ragout. So. Ich brauch geschwind mir neue. Einen Anzug. Ja, genau. Und dann müssen wir mal gucken, was passiert, während ich das Ding benutze. Kannst du hier oben bleiben, während ich das Rad drehe? Bestimmt. Irgendwie? Da ist das Rad. Du musst das Rad bestimmt irgendwie richtig drehen, dass da hinten die Tür aufgeht. Also hier unten diese Tür. Du drehst am Rad? Das muss jetzt nicht sein, dass du am Rad drehst, ne? Ah ja, guck mal, die Tür geht auf. Tür geht hier auf. Hä? Was? Warte. Als ich gedreht habe, ist nichts aufgegangen. Mich hintergangen. Du bist auch an der falschen Seite.
Ja, aber ich habe an dem Rad gedreht und da ist nichts aufgegangen. Ja, der geht da nicht weiter. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Eine Insel. Ah, jetzt ist auf. Alles klar. Oder ist nochmal so ein Reaktorteil? Gut, dass zwei gestrandete Leute einfach so an dem radioaktiven Reaktor rumbascheln. Ja. Und das für eine gute Idee halten. Mhm. Immer. Oh, eine Münze. Halte für sanftes Drehen. Oh, Vorsicht, Laser. Sorry. Warte mal. Berühr den mal nicht. Achso, R halten. Ah, doch, mit dem Laser muss ich hier anscheinend irgendwas machen. Oh. Ups. Ja, nicht berühren. Ja, warte, ich esse mal kurz was. Oh. Der will mich gleich umbringen. Frage ist, wohin mit dem Laser? Ja, warte mal, der prallt da ab. Ich denke mal hier auf dieses Gerät, würde ich jetzt mal sagen. Oh, da, genau. Du hast es fast gehabt. Ja. Warte, noch. Ja, genau, jetzt hast du es. Fertig. Ups. Wie war das okay. Bei den Mythbusters? Ich ziele mit einem Todesstrahler auf mich und ich bin nicht tot? Ja. Oh nein. Oh, hier ist nochmal so ein Hebel. Ein HBB-Hebel. Sanftes Drehen. Ja. Auf den nächsten. Hier rüber. Hier zu mir. Genau. Und ich muss jetzt. Warte, bleib so. So, da steht was im Weg. Ah, da steht was. Ich bin tot. Warte mal. Ich glaube. Kannst du auf den anderen zuerst? Und? Nicht auf dich selber. Nee, darum kann ich nicht. Ah, warte, ich hab. Komm nochmal auf mich. Ich habe die Idee. Ich habe die Wand entdeckt. Da sind nämlich diese Spiegel wieder drin. Ah. Warte, hier ist nämlich. Hörst du den hier? Oder? Nee, ja, okay. Aber da sind doch. Vorsicht. Stopp, warte. Ah ja, jetzt. Wir sind kurz vor Ende, ne? Anzug. Oh, scheiße. Nee, ich krieg das nicht da hin. Komm da raus, Mann! Ich lauf! Was passiert, wenn die kaputt gehen? Richtung Bestrahlung ab, so wie ich jetzt. So wie er? Nein. Dann sterbe ich leben. Langsam. Will ich leben. Aber du musst ja das Rätsel trotzdem lösen. Ja. Ja, und dann muss er sich halt einen neuen Anzug schnappen. Also gibt's neue Anzüge? Ja, du kannst dir das mal auffüllen. Okay. Sag warte mal, kann ich da eine. Kann man den Spiegel nicht irgendwie drehen? Kommt nicht. Okay, warte mal. Ich dreh mal hier an dem, während du. Lass mich mal kurz. Ja, man muss an dem hier irgendwie drankommen. Mit dem Spiegel anscheinend. Aber wir müssen eigentlich nur hier hinten kommen. Aber guck mal, hier sind auch nochmal Spiegel in der Wand. Aha. Hier. Ja. Dann nimm mal, genau, wir lenken den mal dahin. Auf den anderen komme ich nicht. Okay, warte, da ist nochmal ein Spiegel. Ich genau, lenk den noch ein Stück. Ja, jetzt. Jetzt. So. Warte. Und jetzt? Jetzt zieht er hier rüber. Anzug? Ja. Umziehen? Ich habe auch Obst in die Essenskiste reingetan. Ja. Weil die andere voll ist. Also die kann man frei mampfen. Okay. Warte mal, kannst du hier auch auf den da gehen? Ja. Wo zieht der jetzt hin? Hier auf die Konsole. Ah, stopp. Zieht er jetzt hin?
Der war hier kurz. Nee. Reicht nicht. Aha. Jetzt zielt er auf das Ding da und das Ding geht darüber. Machen das jetzt einfach mal physikalisch. Einprallwinkel ist Aufprallwinkel. Da muss es rauskommen. Ja, Anzug. Da muss es herkommen, dann kommt es von da. Dann kommt es von da. Wir müssen es wieder in dieses Prisma hier rein. Irgendwie. Sollen wir hier rüberballern? Nach links von dir? Ja. Ja. Noch weiter hier rüber? Worüber? Zu mir. Hier. Ich weiß gerade gar nicht, wo hier. Du bist. Ach, da. Dahin willst du ihn haben? Ja. Stopp. Kannst du ihn weiter vordrehen? Ja. Meinst du es? Weiter. So? Andere Richtung. Weiter. Geht da noch was? Ja, so. So, guck mal, was haben wir okay. Jetzt hier hin? Ja, erstmal Anzug. Oh ja. Naja. Aber wir sind schon fast dahin. Und der läuft direkt in den Laser. Ja. Guck mal, jetzt sind wir nämlich hier hinten. Ah, okay. Ja, dann trifft er den. So, und da müssen wir irgendwie durchkommen. Das kann man hier vielleicht irgendwie. Nein, nicht ganz. In der Richtung lösen. Ups. Ich kann ja noch ein Stück drehen. Ich glaube, der wird so. Nicht ganz passen. Ah! Jetzt. Der Imp! Na, siehst du, geht das doch. Temperance Historian. Experimental reactors used to power the floating cities. No easy task, but it has been done, in theory. Yet, we do not have the people to construct anything but a basic prototype. It can be built for real, I know it. We just need more people. There's a place where the rafters live in peace with any survivors of the old world. They call it Utopia. Maybe there we can begin to reverse the damage we've done. But eine Nachricht aus Utopia. Ja. Der Olaf. Hey. Letzter Stab geht rein. Was? So. Du darfst den Hebel ziehen. Zieh den Hebel, Kronk! Den anderen Hebel! Manuelles Einsetzen erforderlich. Okay, den Reaktorschlüssel. Okay, da rein. Ich nehme schon mal einen Anzug mit. Wer weiß. Gute Idee. Reaktor hört sich immer scheiße an. Hast du gegessen, getrunken? Ich habe gegessen, getrunken. Ich bin voll fit. Durch den Anzug trinken und essen. Ah, hier wäre noch mal eine frische gewesen. Ja. Nehmen wir mal die frischen. Käfer! Oh. Aua. Okay, der eine ist tot. Auch tot?
Perfekt, okay. Also gefährlich sind die ja gar nicht. Ist noch mal einer? Ja gut, wer mal weiß wie. Ja, die machen auch zum Glück nicht so viel Schaden. Wir tragen ja auch Schutzanzüge. Genau. Ist noch mal welche? Jeder Käfer ist ein Stück Fleisch. Ja. Klein, ich aber vitaminreich. Ich tue ich mit. Was schafft die denn schon? So. Anzug. Anzug. Oh Anzug. Ja. Anzug. Ach, kommen die immer wieder, oder? Lagent? Einfach so. Irgendwie kommen die immer wieder, ja. Ja, dann... Dann dreh ich einfach mal. Ja, dann dreh mal. Ich kümmere mich um die Viecher. Ah, die kannst du einfach gedrückt halten. Jetzt brauche ich eine Heilsalbe. Alles klar. Das Ding hier ist fast fertig. Und ja. Ah, da denn auch nochmal. Ja. Verteidige mich. Ja, ja, ich mach die Platz hier. Ich dreh das Rohr. Ich dreh's. Ich rette die Welt. Ja, rette die Insel. Wir brauchen einen. Nee, können noch. Ah. Zack. Nein, mein Speer ist kaputt. Das ist blöd. Das ist jetzt richtig blöd. Warte, ich hab noch einen. Ich hatte nämlich ein paar mitgenommen. Ich schmeiß ihn dir hier raus. Guck mal, was der eine nicht denkt, nimmt der andere mit. Das ist doch toll, oder? Gut, ne? Oh, was alles gut, ihr? Ich hab die Welt gerettet. Was macht ihr? Die Welt retten. Da geht das Tor auf. Hab ich bis zum Schiff gehört. Ist ja auch ein Reaktor. Gut, ich bin auf dem Schiff. Ich bin weg. Wusch, wusch. So, zwei Idioten, die keine Ahnung haben vom Tuten und Blasen, haben gerade einen Reaktor vor der Kernschmelze gerettet. Super. Was die Politiker auch. Na, oh, was haben wir denn hier alles? Keine Ahnung haben, aber retten tun sie damit teilweise nichts. So. Elektrische Utopia. Schmelze. Oh, das sind die neuen Koordinaten. Tatsache, 9183, Utopia. Was ist utopisch hier gut. Hier ist doch noch irgendwie, hier lebt doch was drin. Ah, da fällt einer raus. Gott. Hallo. Guten Morgen. Oh, I get it. They left me here. Die hatten ihn eingefroren. Wow. Thanks for waking me up. Long-term cryosleep can result in a number of issues. So. Das ist ein neuer Charakter wahrscheinlich. Ja. I swear, it's actually practical. Ein Bioingenieur. Great. That's very nice of you. I'll do my best. Ich kann noch nicht genau sagen, was das jetzt für ein Akzent war. Das klang irgendwie ein bisschen gemischt zwischen Schottisch und was Asiatisches. Gut, dann ab nach Hause. Nach Utopia? Ab nach Hause zum Utopia. Aber jetzt werden wir zu Hause erstmal ordentlich reisen. Wo bist du denn schon wieder? Ah, wahrscheinlich richtig gelaufen. Ja gut, dann weiß ich gar nicht, was diese zwei Bunker da draußen sind. Jedes Mal bleibe ich in deiner Tür hängen. Okay. Weil die immer dann zugeht, während ich drin bin. Ah, alles geplant. Dann laufe ich immer erst so 2 Sekunden auf der Stelle, bevor ich überhaupt merke, was ist jetzt eigentlich los. So, Kühlprozess ist eingeleitet, steht hier. Na dann. Ja, wir sind durch, wir sind fertig. Die Bunker nicht vergessen. Oh, hey. Oh, stimmt, ja, die Bunker, genau. Sau gute Idee. Die hätte ich jetzt mal liegen lassen.
Tatsache, ja. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich zum Dorf... Du hast wieder keine Ahnung, wohin da. Ja, ja. Du musst mich mal bei einem abliefern, damit du zum nächsten kannst. Ich liefere dich bei einem ab, okay. Orientierung ohne Karte, ohne Kompass ist nichts für mich. Ah, okay, jetzt weiß ich. Ja, iss, friss. Bist du still? Genau. Dankeschön, das hätten wir jetzt echt vergessen. Ja, danke dir. So. Ah ja, jetzt nochmal ein paar ordentliche Kisten. Zinnerz. Titanerz meine ich, nicht Zinn. Ja, in einem anderen, wo ich mal drin war für eine Sekunde, bin ich auch reingerannt und habe dann Titanerz rausgeholt. Was haben wir hier alles? Ich weiß noch gerade tatsächlich nicht, wo der andere ist. Nochmal Titanerz. Oh, geil. Ich habe diese blöde Steuerung auch. Und einiges an Schrott. Titan. Schade, wo war der andere? Das weiß ich auch nicht. Deswegen hatte ich dich gebeten, mich abzuliefern. Aber... Der war aber, glaube ich, irgendwo im Nirgendwo oder so. Das ist das Problem, ja, ne? Ich dachte auch, der war hier. Ich dachte eigentlich, der wäre beim Observatorium gewesen. Und das, was ich dachte, was er ist, war nur eine Garage. Ah. Nee, jetzt habe ich mich wieder festgefahren. Das kannst du nicht sein. Ich fahre jetzt auch nochmal. Was? Intermediate Bird Hunter? Ah, Melle hat gerade einen Vogel getötet. Ich hab jetzt endlich raus, wie es funktioniert. Ich hab natürlich mal Vogeljäger. Das weiß ich auch. Ah, ich hab ihn. Okay. Ich war doch richtig. Wie ich an Hähnchenfleisch komme. Das Problem ist nur, jetzt habe ich ganz viel Hähnchenfleisch mittlerweile. Jetzt fehlen mir die Pilze. Ohne die Pilze kann ich Hähnchenfleisch nicht verarbeiten. Oh, ich bin schon beim Schiff. Ich hab's aus Versehen gefunden. Ich räume den anderen Bunker noch raus. Ja. Natürlich. Warum ist jetzt schmeiß ich schon wieder mit Sachen um mich? Melle, brauchst du das Kokosnusshähnchen-Rezept? Nee, das hab ich. Tschüss. Tschüss. Cool. Das ist eine ganz einfache Frage. Was du hast, muss ich nicht mitnehmen. So ist es. So, erstmal das ganze Essen hier reinlegen. Zack. Zack. Ja, auf den Inseln nehmen wir den Metalldetektor schon immer mit. Und suchen das nach Titan ab. Aber leider wird man nicht ganz so oft fündig. Genau, aber hier auf der Insel gibt's nichts. Das hatte ich schon ein paar Mal. Ich habe auch dabei gerade. Also okay. Da ist nichts. Ja, darum kümmert sich meistens der Imp, der hat den Detektor immer bei sich gleich. So, das da rein. Ich bin dann der im Dreck wühlt. So ungefähr, ne? Mein Junge. Leider. So. Okay. Jetzt müssen wir nur eins tun. Das ist ganz wichtig, bevor wir gehen. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Wir müssen das Schiff vielleicht noch mal so einen Meter näher ans Ufer bringen, damit ich mit meinem Schneemobil draufschanzen kann. Ah, okay, warte mal, das ist doch kein Problem. Das kommt mit. Jetzt haben. Okay. Gehst du kurz an den auf den Hauptinseln gibt es auch nichts. Moment. Mach mal kurz den Anker lichten. Dann gehe ich kurz nach oben. Also, wenn du da nicht drauf landest, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt ist die Frage aber, an welcher Stelle ich rüberschanzen muss. Da. Na, dann schauen wir mal, ob ich das schaffe. Rechts von dir. Ah, nee, von vorne ist besser. Ja. Aha. Oh, der ist aber drauf.
Es fährt aber nicht mehr. Tatsache. Ja. Ja, dann wird's da. Okay, dann lasse ich uns mal vom Anker los und lass uns hier weg. Ja. Aber Rückwärtsgang, ne? Nicht vergessen. Natürlich. So, zack. Nein! Nein! Schneemobil, bleib hier! Hey, echt jetzt? Hau der ab? Der haut ab, das war aber klar. Ich glaube, der Imp kommt gerade nicht rauf, okay. Okay, meine Lieben, das war's aber dann auch für die Folge heute. Bis dann. Ciao. Tschüss.